Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, eine kleine Runde Master Builders. Ich wollte eigentlich eine kleine Runde Quick SG spielen, aber es ging mal wieder gar nichts. Weapons, alles klar. Gomme war natürlich wieder hier komplett down und so, richtig cool. Ja, machst du nix? Weapons müssen wir bauen. Ein Hebel brauche ich noch. Und zwar wollte ich eine ganz kleine Sache ansprechen. Ihr habt es sehr wahrscheinlich am Anfang vom Video gesehen. Warte, ich brauche noch sowas hier. Sowas hier. Okay, und dann den Boden. Müsste noch irgendwas sowas sein. Ja, sowas hier. Ist besser. Okay, Leute. Ihr habt es bestimmt am Anfang vom Video schon gesehen. Ich habe endlich mal wieder ein Intro. Und zwar hat mir das der Linus, das ist im Leon sein kleiner Bruder, gemacht. Er hat gemeint, ihm war langweilig und ich finde das wirklich mega... Leute. Alter, meine Nase ist immer noch komplett zu, ne? Ich finde das Intro wirklich mega geil geworden. Ich finde es richtig geil dafür, dass ihm langweilig war. Ist es wirklich mega nice und ich finde es mega cool, dass er mir das gemacht hat. Ich verlinke euch sein Instagram unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich finde es halt mega cool, dass ich jetzt mal wieder ein Intro habe, weil ich hatte jetzt echt lang keins. Und das gefällt mir echt mega gut. Ist mega nice geworden, finde ich. Richtig cool. So, warte. Es soll so eine Mauer geben. Und ich sollte mich ein bisschen mit dem Bauen beeilen. Sonst schaffe ich das nicht. So. Zack, zack. Zack, zack. Ja gut, Leute. Ich bin im Bauen ziemlich langsam. So, hier soll so eine Burgmauer sozusagen geben. Und hinten dran sollen dann halt diese Waffen stehen. Ja, nee, jetzt ruft Leon mich an. Nope. Sorry, geht gerade nicht. Ich nehme gerade auf. So. Perfekt. So, jetzt könnte ich da noch ein paar andere Blöcke mit reinmachen. Ja, mache ich auch am besten. Leute, diese Tastatur ist heute anders. Ich komme gerade mit der Steuerung gar nicht klar, Alter. Richtig seltsam. Zack, zack. Einfach hier noch so ein paar andere Blöcke mit rein. Dass es ein bisschen chilliger aussieht. So, perfekt. Leute. Es kamen auch die letzten Tage und so kaum Videos, beziehungsweise gar nicht, weil ich habe es dir im letzten Video gesagt, ich muss zwei Klausuren nachschreiben und so schreiben wir auch noch ein paar, regulär. Und ich habe mit zurzeit halt echt viel mit der Schule zu tun. Ich hoffe, ihr versteht das irgendwie. So, sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier ein Loch rein. Ja, wobei, das muss ein bisschen größer sein eigentlich, beziehungsweise kleiner, ne? Geht nicht, wenn ich das so mache, oder? Ich überlege, wenn ich zack mache, das Kanonenrohr hier durchgehen lasse, sozusagen. Und dann hier zack und zack mache. So. Dann hier so diese Waffe. Ja, weiß nicht. Ist ein bisschen seltsam. Kann man aber machen. Kann man aber machen. Ich nehme gerade auf. Tschüss, ja. So, zack. Ne, warte, das war hier. Und das war... hier. Sehr gut. So, ich würde sagen, eine noch und dann kümmere ich mich nochmal schnell um die Mauer. So, jetzt stehen die halt überhaupt nicht irgendwie symmetrisch da, aber hey, kein Problem. So, zack. Und dann hier und hier ein Block hin. Ja gut, ist halt jetzt hier ewig viel Platz, aber egal. Okay, gut, ja. Dann warte oben auf die Mauer. Lass mal hier noch sowas hin. Und oben auf die Mauer noch so ein paar Zinnen hin. Dass es noch so ein bisschen mehr nach Burgmauer aussieht. Zack. So, noch eine Minute, aber okay. Läuft. Ich hätte gedacht, ich hätte weniger Zeit. Okay, Leute, ja. Ich wollte in dem Video, wie gesagt, halt nur diese zwei kleinen Themen ansprechen. Einmal, dass ich jetzt ein Intro habe und mich in dem Video damit bedanken, weil ich es wirklich mega cool finde. Und ja, warte, die Waffe könnte man eigentlich bis nach links rücken, ne? Dann würde da noch eine hinpassen. Zack. Machen wir das hier hin. So, warte, noch ein Block. Und so. Und so. Das sieht richtig scheiße aus, ne? Das sieht richtig, richtig scheiße aus. Dann ungefähr hier noch eine. So, sollte passen. Zack, zack. Zack und zack. Perfekt. Und jetzt hier auf der Seite das Ganze noch. Zack, zack. Und hier einen normalen Block. So, warte, hier oben ein paar Blöcke können wir noch austauschen in diese... Blöcke mit, also die ein bisschen verwachsen sind, wo ein bisschen so Gras mit dran hängt. Und dann sieht das Ganze ein bisschen, ja. So, warte, jetzt könnten wir hier vorne noch Partikel, ich habe nur keinen Plan, wie das geht. Partikel, TNT,
Hier eine Explosion. Ah, ist nicht so cool, ne? Nein, scheiße. Doch, es hat noch funktioniert. Sehr gut. Jetzt haben wir da noch ein paar Explosionen, die vorne rauskommen. Ja, als ob meins direkt als erstes kommt. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Da kann man ja nur verlieren, oder? Wenn meins direkt als erstes kommt. Los, gibt alle amazing. Ja, der hat was Grünes in der Hand gehabt. Okay. Ja, gut, Leute. Ja, gut. Weapon. Was ist das da? Wenn das ein Schwert werden sollte, dann sieht das scheiße aus. Und das hier, ja, gibt ein Mäh, weil ein wirklich gutes Schwert oder so ist es nicht. Es explodiert. Läuft. Leute, meine Nase ist noch zu. Das ist richtig nervig, Mann. Was ist das? Irgend so ein Maschinengewehr wahrscheinlich. Und das hier sollte ein Knife werden oder so. Ja, gibt ein Mäh, weil ich finde das irgendwie... Ja. Finde ich nicht so gut irgendwie. Ist nicht so cool. Oh, das ist natürlich sehr stark. Das ist sehr gut gebaut auf jeden Fall, ja. Gebe ich zu. Ammo. Okay, was steht da drauf? Pistol wahrscheinlich oder Pistole, irgendwas stand da drauf. Ja, Mr. Levin, echt gut gebaut. Ja. Ja. Nee. Sorry. Hä, seit wann schießt eine Waffe rote Patronenkugeln? Also ist echt stark. Ist aber nicht kaputt gegangen, okay. Ja gut, da fand ich das andere, die zweiten Weapons da auf jeden Fall besser. Das ist, ja gut, jetzt wird es saudunkel wegen dem Shader. Der Bogen hier sieht eigentlich ganz gut aus. Das gibt ein, ja, es gibt ein jetzt okay hier, dieses Schwert so. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, kann man mal machen. So, was haben wir hier? Ah, ja gut. Ich verstehe jetzt nicht hier ganz, wo die Waffe ist, ne? Aber gut. Waffe ist hier nicht wirklich eine zu sehen. Star Wars Episode 6, nein 7 ist es. Ah ja. Okay. Oh. Es ist saudunkel wegen dem Shader. Als ob der ihn da so bedroht mit der Waffe. Es gibt nichts okay, weil es lustig ist. Alles klar, steht er so mit der Waffe, hält die dem fast am Kopf. Alles klar, Leute, kann man mal machen. Ich bin auch böse erkältet, Mann. Das regt richtig, richtig auf. Ah ja. Ist eine tolle Waffe. Sollte wahrscheinlich mal ein Schwert werden oder so. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall seltsam aus. Aber hey, kein Problem. Ja, ist auf jeden Fall sehr unfertig, ja. Und da ist es auch kaputt gegangen. Weil wirklich eine Waffe war das nicht. Was haben wir hier? Der explodiert wenigstens was. Okay. Ja, gut, also. Sieht jetzt irgendwie nicht so wie eine Waffe aus. Es gibt ein Mäh. Und diese Explosion hier reißt natürlich alles raus, ne? Bei dem Schwein, die Explosion. Ja, wirklich wie eine Waffe sieht das nicht aus. Ist ein bisschen seltsam. Was? Ich hab gewonnen. Sogar mit sau vielen Punkten Abstand. 156, der andere hat 130. Hä, was willst du da mehr, Alter? Hätte ich niemals gedacht, dass ich gewinne, Alter. Aber gut, läuft, Leute. Okay, nice. Gut, ach genau, was ich noch sagen wollte. Schreibt mir eure Meinung zu dem Intro auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Es würde mich nämlich echt mal interessieren. Und ja, dann war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.